Also wir lasern ihnen die Augen. Ne? Das wissen sie aber schon. Das weiß ich schon. Sie noch vorgehen, also dann gehe schon auf das grüne Licht. Und das Gerät pustet ihnen gleich ganz leicht so ein bisschen ins Auge. Dich vom Hockerball. Das habe ich vielleicht vorher gut gewusst. Hab ich doch vorher gesagt. Das kann sein. Die Stirn oben schön rein und den Kopf bitte ganz ruhig halten. Lassen Sie ein bisschen viel Bewegung drin. Und jetzt dürfen Sie nochmal blinzeln. Und dann bitte auf den roten Punkt gucken und das Auge geöffnet halten, bis das Licht wieder ausgeht. Nicht blinzeln, auf den roten Punkt schauen, bis das Licht wieder ausgeht. Wir versuchen es jetzt noch einmal ohne. Genau, nochmal blinzeln und dann auf das Gitternetz wieder schauen und weit öffnen, geöffnet halten. Und ich komme nochmal rein. Nicht bewegen. Machen wir nochmal. Wir müssen aber so oder so drei Messungen machen, also alles gut. Nicht bewegen. Genau. Ab wann? Das Kinn auf jeden Fall schön in der Kuhle lassen, damit so wenig Bewegung wie möglich ist. Noch einmal blinzeln und ganz weit öffnen. Genauso bleiben. Nicht bewegen. Nicht blinzeln. Blinzeln. Jetzt blinzeln. So, noch eine Messung. Ich weiß, dass du gleich den neuen Schwensilien so brauchst. Ein blindes Auge schon bei mir. Da reinschauen. Und da kann man ausschauen. Ist es jetzt immer noch so? Ich bin komplett irritiert gerade. Also wenn ich so gucke, ist es jetzt... Viel schlechter? Nein, fast gleich. Fast gleich, super. Das ist das Ziel. Okay. So, die Tropfen brennen am Anfang ein bisschen, so für 10, 15 Sekunden. Lässt dann aber auch nach. Aber diese Tropfen verkauft ja echt nicht gut, ne? Kannst nicht lesen, kannst nicht Auto fahren, deine Augen brennen danach, tut nachher weh. Nein, also es ist nur für die ersten 10, 15 Sekunden, wie gesagt. Ja. Man denkt, es hört nie auf, aber nach 15 Sekunden hört es wirklich auf. Es wird ein Tropfen pro Auge. Boah. Das war's schnell schon. Andere Seite, bevor es gleich anfängt zu tropfen. So. Ui. Das war's schon. Okay, das war entspannt. Ja, oder? Kann ich sie jetzt aufmachen oder nicht? Ja. Also ich habe so mit 17 Jahren gemerkt, dass ich irgendwie nicht richtig gut gucken kann. Also alles so in der Ferne oder auch quasi bei den Dächern, bei den Dachziegeln, die habe ich immer nicht wirklich wahrgenommen. Und habe dann zum Führerschein hin quasi so einen Augentest gemacht, wo es dann auf jeden Fall hieß, du brauchst unbedingt eine Brille. Und ich fand Brillen am Anfang immer extrem hässlich, also habe ich Kontaktlinsen mir geholt. Ich habe die aber nie reinbekommen und habe dann stundenlang da rumgefummelt, bis mein Auge sich komplett entzündet hat. Also ich bin schon ziemlich lange extrem kurzsichtig. Deswegen trägst du die auch so gut wie gar nicht? Also ich trage selten eine Brille, ich bin einfach kein Fan davon. Ich finde, gerade wenn man Sport macht, man schwitzt, dann rutscht die Brille immer runter. Und wenn man draußen unterwegs ist, gerade zu Corona-Zeiten mit der Maske, die beschlägt, man geht raus, man geht rein, wenn es warm oder kalt ist. Ich glaube, jeder Brillenträger kennt das, wenn die Brille komplett beschlägt. Und ich sehe dann lieber eher gar nichts, als mit einer Brille draußen rumzulaufen. So schlimm ist das mittlerweile schon. Und wie kamst du dazu, den Schluss zu fassen, jetzt mache ich das? Also viele Freunde von mir haben sich schon die Augen lasern lassen. Und waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dann dachte ich mir so, hey, ich komme mal vorbei und lass mich mal beraten. Und aus dem Beratungstermin ist dann was Verbindliches geworden und so sitze ich jetzt mittlerweile hier. Und auf EuroEyes bin ich einfach gekommen, ich habe einfach Google gefragt und habe dann mal geschaut und habe ein paar Freunde von mir gefragt, die ebenfalls sich die Augen lasern lassen haben. Und die sind alle bereits bei EuroEyes gewesen. Dann dachte ich mir, warum nicht? Ich meine, wenn Freunde oder Familie oder Bekannte schon positive Erfahrungen gesammelt haben, dann geht man natürlich eher zu dem Anbieter, wo man schon so ein bisschen was drüber weiß. Deswegen auch weiß. Und kannst du sagen, worauf du dich schon am meisten freust ohne Brille? Ich bin ganz ehrlich, also ich freue mich am meisten darauf, ohne Brille irgendwie endlich mal wieder so feiern zu gehen, weil gerade wenn man feiern geht und man hat keine Brille auf, man sieht einfach nichts und ist dann immer, dass man so mit dem Kopf nach unten gesenkt rumläuft und auch niemanden Hallo sagt. Und auch Schwimmen, Urlaub, finde ich, ist immer super wichtig, wenn man jetzt am Strand ist, man wechselt zwischen Sonnenbrille, normaler Brille. Und ich glaube, dass sowas auf jeden Fall so einen kleinen, also ein bisschen was zurückgibt, ne? Wenn man jetzt keine Brille braucht, um irgendwie an den Strand zu gehen, um eine Sonnenbrille zu tragen, okay, die braucht man natürlich dann trotzdem, aber ohne Sehstärke. Und da kann man eine für 10 Euro kaufen, wenn man jetzt wiederum eine mit Sehstärke braucht,
kurzfristig vor dem Urlaub irgendwie, habe ich jetzt gerade das Problem, muss man eine anfertigen lassen mit Sehstärke, dauert mindestens 4 Wochen, weil man so wie ich relativ spontan und kurzfristig ist, geht man halt bei 40 Grad am Strand ohne Sonnenbrille. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also darauf freue ich mich am meisten, am Strand zu liegen mit einer Sonnenbrille ohne Sehstärke. Dann die Beine jetzt entweder in eine Position, man neigt manchmal dazu, dass man so, wenn man nichts zu tun hat, immer rechts rum, mal links rum, das eben möglichst nicht, weil da ist dann relativ Bewegung, sondern einfach versuchen, entspannt zu sein. Einmal Programmer bitte noch. Ganz locker. Ja, genau. Feuchte Hände und ein Fußball und Basen. Ja, weit auf. Das könnte noch später kommen. Dann einmal den Arm bedanken. Die Tische sind stabil, das sollten Sie in den Rücken bringen. Kennt das noch? So. Dann einmal den Arm. Geht so? Ja. Thank you.
schon mit dem Laser, genau. Jetzt schneiden wir mal auf der anderen Seite. Cool. Ist okay? Ja. Immer aufhören, wenn man dann hier liegt und das geht alles los, dann wird es ja meistens doch was ein bisschen entspannter. Ja, auch so etwas schwierig. Ja. Sind meine Augen jetzt auf oder so? Im Moment lassen sie einfach zu. Das ist super. Sehr schön. Moment verschwommen und wie gesagt auch überstrahlt. Sie haben jetzt zigtausend kleine Luftbläschen im Auge. Es ist so, als würde man im Prinzip durch eine beschlagene Scheibe gucken wollen, was halt eben schwierig ist. Jetzt gibt es eine kleine Abdeckfolie über Mund und Nase. Und einen kleinen Halter, beide Augen ganz weit auf, zwischen Ober und Unter. Kriegen Sie gleich wieder hin, wenn Sie wieder das Licht mal versuchen anzugucken. Sehen Sie das Licht? Ja. Super, perfekt. Ja, einfach ganz entspannt hingucken. Das ist ideal so. Das ist ganz hier, das alles vor diesem ganz, ganz entspannt. Und schön ruhig durch die Nase. Das ist perfekt.
das schauen. Spüren einmal bitte. Moment, SF. Ausrecht schauen. Einmal noch ein bisschen spüren. Und damit ist das rechte Auge fertig. Das ging alles perfekt. Geradeaus, Ausrecht schauen. Wet. Und dry. So. Ein Tröpfchen. Und damit ist das rechte Auge schon geschafft. Schließlich geschlossen. Alles okay? Mhm. Sehr gut. Einmal noch eine Kompresse hier bitte. Noch schließen geschlossen lassen. Wir machen das ganz entspannt. Moment. Das gleiche jetzt nochmal auf der anderen Seite. Beidseits perfekt mitgemacht, ganz wunderbar. Wie gesagt, dass das jetzt am Anfang alles so ein bisschen trübel ist und ein bisschen Fremdkörpergefühl, völlig normal. Jetzt wird die erst offen, Arm kann weg, locker schließen, geschlossen lassen. Und locker schließen. So, Glückwunsch! Alles okay? Ja, alles gut. Leben die Bälle noch? Ja. Sehr gut. Also alles perfekt gegangen. Die ersten Tropfen sind drin. Jetzt ist einfach wichtig, heute die Augen viel geschlossen lassen. Ja. Sonnenbrille drüber, so ein bisschen als Schutz. Musik hören, Hörbuch hören. Und dann eben immer, wenn es geht, so ein bisschen den Tropfplan zur vollen Stunde, das Antibiotikum zu halten, das Gel, das Mittel.
dann wird es dann Stunde um Stunde immer besser. Jetzt die ersten zwei, drei Stunden, wie gesagt, ist durchaus möglich, dass es einfach so ein bisschen Fremdkörpergefühl, Tränen ist, aber das ist ganz normal. Okay? Das wäre super. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wir helfen Ihnen gleich einmal raus. Bye, ja. So, die Beine einmal anheben und wieder runter und dann einmal aufsetzen, Beine hier zu mir nach links weg. Ja, klar. Das ist alles wie so unter Wasser, wie mit wenn man Tränen im Auge hat, ist alles so ein bisschen verschwommen. Erstmal alles fallen lassen. Und wie gesagt, das kann man so die Anspannung, die fällt nachher auch so ein bisschen. Erstmal manchmal denkt man, oh Gott, was habe ich heute gemacht? Und dann, wenn man eben doch eben trotz aller Vorbereitung und so ein bisschen angespannt bin. Ganz geht man nicht gerade die Augen zu machen, sondern einfach ganz entspannt auf oder zu machen und fleißig drauf. Sehr schön. Alles Gute, viel Freude damit, super gegangen. Und morgen sehen wir Sie in der Zugkontrolle. Und dann sieht das, denke ich, alles schon ganz, ganz anders aus. Und dann, wie gesagt, weiter haben wir auch bis immer so meistens nach einer Woche oder nach einem Monat. Und dann ist das, denke ich, wahrscheinlich viel, 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 viel besser über die Zeit. Okay? Vielen, vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Ja. Schon fertig? Einmal vorlesen bitte. 90582 ist die unterste Reihe. Schaffen Sie gerne was? Boah. Nee? Ja, die obere vielleicht noch so ein bisschen. Die obere ja, 60593. Ja, und schaffen Sie eine mittlere noch was oder hört es da auf? Ich kann dir so ein bisschen raten. Ja. 6. Richtig? 4. 9, 2, 8. 0 wäre hinten gewesen. Aber das ist völlig okay für den ersten Tag. Einmal die Hände, das Kinn bitte mal rein und die Stirn einmal ganz vorne geben. Passt das so von der Höhe? Dann gucken Sie einmal geradeaus, das andere Auge schaut so in Richtung hier auf den Ohren. Zwischendurch blinzeln dürfen Sie gerne verstehen. Okay, und immer nur gucken, dass sie zwischen den Tropfen 15 Minuten abschließen. Das ist nicht lesen, das stimmt. Genau, das ist nicht direkt nachher. Aber wie ist das mit dem Duschen? Ich hatte jetzt vor Schiss heute nicht geduscht irgendwie. Man fühlt mich so ein bisschen eklig, aber das ist jetzt man normal. Man riecht es nicht. Das ist ein guter Punkt. Sie können ganz normal duschen. Sie sollten nur aufpassen, dass noch kein Wasser jetzt ins Auge reinläuft. Das heißt, also wenn Augen zu duschen. Genau, wenn Sie die Augen zumachen, der Wasser rüber, dann stört mich das überhaupt nicht. Okay. Beim Abtrocknen aber möglichst nicht reiben, sondern dann vorsichtig tupfen am Auge. Ja, also schon mal gut ist. Ist. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das machen soll. Da stand drauf, duschen nach dem ersten Tag und dann aber kein Wasser aufs Auge. Dann dachte ich mir so, okay, wenn ich dusche, kommt hier immer Wasser aufs Auge. Manche duschen auch mit einer Taucherbrille, weil sie sich da sicherer fühlen. Echt? Aber mir reicht es, wenn sie die Augen zumachen. Das reicht mir auch nicht. Okay, gut. Nächste Woche gucken wir dann nochmal drauf. Ja. Da machen Sie vorne gleich einen Termin, da kriegen Sie... Habe ich schon, aber kann ich den Termin verschieben? Können Sie auch machen. Kann ich auch vorne gleich machen. Machen Sie gleich vorne und da kriegen Sie Führerscheinbescheinigung. Und wenn vorher was sein sollte, jetzt übers Wochenende, dann haben Sie die Notruf gemacht. Wie hast du gestern die OP erlebt? Ich habe relativ wenig mitbekommen. Ich hatte natürlich anfangs so ein bisschen Schiss, so ein bisschen Angst, aber durch den Arzt, der mit mir immer durchgehend gesprochen hat, war ich einfach so auf die Stimme konzentriert und habe dann wirklich von der OP nicht viel mitbekommen. Ich muss auch sagen, ich habe es mir echt viel, viel schlimmer vorgestellt. Und nachdem die Tropfen aufs Auge drauf gewesen sind und dann... Ich glaube, der Laser waren so 3 Sekunden. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Man war so konzentriert auf das grüne Licht und auf die Stimme. Und ich habe nicht wirklich viel mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Wie ging es dir danach? Ich war so ein bisschen dösig, bisschen kaputt. Aber ich muss gestehen, ich habe mir danach erstmal ein Franzbrötchen geholt und ein Cappuccino. Und konnte auch ganz genüsslich dann noch das Franzbrötchen essen. Also mir ging es echt super danach. Und nur auf dem Handy konnte man nicht wirklich was sehen. Also man hat nur so einen hellen Bildschirm gesehen. Dafür konnte ich aber schon direkt nach der OP in der Ferne alles ziemlich gut sehen. Und bin dann direkt nur ins Taxi nach Hause, habe mich so ein paar Stunden hingelegt. Und als ich wach geworden bin, war es wie ein neues Lebensgefühl. Ich habe wirklich alles gesehen und das fand ich halt faszinierend. Oder immer noch finde ich es faszinierend, dass man quasi so kurz nach der OP schon alles sehen kann. Und wo siehst du jetzt besonders die Unterschiede? An welchen Beispielen? Also ich muss gestehen, ich habe sonst zu Hause und auch wenn ich unterwegs gewesen bin, sehr selten nur die Brille getragen. Das heißt, letztendlich habe ich zum ersten Mal alles wirklich klar gesehen. Und auch wenn ich bei mir auf dem Balkon stehe und nach draußen schaue, dann habe ich hier zum ersten Mal die ganzen Bäume gesehen, die Blätter gesehen.
und auch endlich den Staub auf dem Boden gesehen. Und es war einfach ein Wahnsinnsgefühl. Und ich habe das Gefühl, ich konnte sogar ohne Brille mittlerweile besser gucken als mit Brille. Und das war faszinierend. Ich würde es wieder machen. Was passiert jetzt bei der Nachuntersuchung? Bei der Nachuntersuchung heute wurde ein Sehtest gemacht, bei dem ich nochmal geschaut habe, oder bei dem geguckt wurde, wie viel Prozent ich jetzt schon wieder sehen kann. Da hat sich herausgestellt, ich bin jetzt aktuell erst bei 80%. Und in der nächsten Woche habe ich nochmal einen Sehtest, beziehungsweise nochmal eine Nachuntersuchung, um zu schauen, bei wie viel Prozent ich dann bin. Ob ich dann bei den 100% bin oder vielleicht sogar mehr, was unwahrscheinlich ist, aber wir schauen erstmal. Und worauf freust du dich in der Zukunft am meisten, ohne die Brille? Ich bin ganz ehrlich, endlich mal Sport machen zu können, ohne Brille und trotzdem noch was sehen zu können und des Weiteren auch auf die Urlaube. Sonst hat man eine Sonnenbrille, die man erstmal anfertigen lassen muss. Ich bin so ein Fan davon, die Sonnenbrillen immer irgendwo liegen zu lassen. Das heißt, nach jedem Urlaub brauche ich eine neue Sonnenbrille. Und ich bin aber auch so ein Typ, dass ich relativ spontan in den Urlaub fliege. Dann habe ich keine Sonnenbrille, dann werde ich eine Sonnenbrille kaufen und die dauert dann wiederum 4 Wochen, bis die angefertigt worden ist. Und jetzt kann ich mir endlich irgendwie bei so einem kleinen Souvenirladen für 7 € eine Sonnenbrille kaufen und kann trotzdem ganz normal schauen. Ich glaube, es sind die kleinen Dinge, die das irgendwie relativ angenehm machen, dass man jetzt wieder sehen kann, ohne auf andere Sachen angewiesen zu sein. Würdest du die OP und Euro als weiterempfehlen? Wenn ja, warum? Muss ich überlegen. Nein, Spaß. Also ich muss echt gestehen, also der erste, ich bin ja quasi hier hergekommen, ohne vorab irgendwie mit euch mal gesprochen zu haben. Und ich meine, es war so herzlich vom Beginn an schon irgendwie, man wurde mit einem Glas Wasser und einem Kaffee und bitte warten Sie hier und alles drum und dran. Und es war einfach, man hat sich schon herzlich aufgenommen gefühlt von der ersten Sekunde an. Und ja. Bis jetzt ist alles super und meinen Augen geht's toll. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe keine Schmerzen, kann mich über nichts beklagen und ich denke mir, genau so soll es laufen. Also werde ich auf jeden Fall Euro als weiterempfehlen können, weil es gibt nichts, wo man sagen kann, das hätte besser laufen können. Super, vielen Dank. Gerne.